Gucken, ob wir hier in den Dings noch was finden. Ja, finden wir sogar. Aha, Mitschriften. Wer bist du? Hans Biskut. Aha. Da lernt man was über eine, über Angst. Kann man hier ein bisschen was lernen. Was hast du hier noch? Wo? Mhm. Scheinen doch ganz interessante Forschungen hier gewesen zu sein. Auch hier wieder. Ach gut, da haben wir dann die Handschuhe. Dann fehlt noch das Silberschwert. Dann hätten wir das komplett. Freut mich. Oder können wir hier noch was über die anderen Stämme erfahren? Kann das sein? Zu wem gehört dieses Zeichen? Amuru. Sie sind über das Meer gezogen. Mhm. Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge gingen. Gut, haben wir da hinten dann noch irgendwelche anderen, die wir noch nicht hatten? Ich glaube, dann haben wir hier alle, oder? Ja, sieht mir ganz so aus. Ne, da hinten haben wir noch was. Etwas Frisches. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garasham. Mein Stamm doch. Und Detlefs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Das hatten wir doch schon. Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Tja, also... Meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten. Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen, aber ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich unangenehm. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. Leg die Köder beim Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sich schnell. Okay. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen an. Hm. Ja gut, dann verzieh dich mal. So, ich möchte aber erstmal gucken, was haben wir da drin? Bettstein, gut, dann packen wir da... Dann müssen wir das jetzt ausrüsten. Hm. Bist du eigentlich ein Silberschwert oder ein Stahl? Ja, okay. Stahlschwert. Hm. Questgegenstände. Das ist neu. Nee, das ist die Wichtsuppe. Ah ja, genau. Ich glaube, die Maske... Ja, ich weiß nicht, ob das auf Dauer was bringt. So. Ah, die können wir gar nicht hier ausrüsten. Hm.
Kann ich hier irgendwie interagieren? Nee. Kann ich nicht. Na, dann gucke ich mich erstmal hier um. Wenn ich Blutmoos. Ach, da sollen Kühe dahin. Ach, wahrscheinlich müssen da dann die Dings weg. Noch ein wenig Wein. Wo haben wir unser Art? Da haben wir das Art. Genau, da haben wir jetzt Platz für den Köder. Hier kamen wir rein. Dann können wir hier nochmal auslegen. Drei erledigt, eins übrig. Meinst du, es funktioniert? Das hoffe ich doch. Der Fleischgestank ist so heftig, der muss bis Novigrad reichen. Er macht so einen leicht besoffenen Eindruck, aber gut, wie gesagt, wenn er halt wirklich quasi... Ob der hält? Sieht nicht sehr speziell aus. Ich sagte doch, Kahakma hat sich über 200 Jahre darin ausgetobt. Der Schein kann täuschen. Ja, wenn er, wie gesagt, dann quasi jetzt ja wie auf Droge ist, könnte das hinkommen. Du kannst dann auch mal weg. Ich bin dann mal gespannt. Ich guck mal, wie ich mit unserer aktuellen Rüstung zurechtkomme. Köder ausgelegt. Und jetzt? Ich gehe in den Käfig. Du musst mich anketten. Die Legierung der Stäbe wird mich daran hindern, mich in Nebel zu verwandeln. Ich dachte, das würdest du auch nicht wollen. Ich werde große Schmerzen haben und nichts wollen, als dass sie aufhören. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Beeilung! Die Biester haben die Fährte gefunden. Außerdem ist mir schwindelig. Liegt das am Blut? Wer nie vampirischen Blutdurst erlebt hat, weiß nicht, was Durst eigentlich ist. Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon, du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Und was, wenn ich es sage? Weiß nicht, ich beruhige dich irgendwie. Bitte, Geralt, das kannst du nicht. Wir müssen da jetzt durch. Gut, dann haben wir die Viecher jetzt mal platt. Aha, Regis hat das Blut gewonnen. Aua. Naja, platzt ihr mal schön. Oh, sogar ein Flatter. Richtig hoher Besuch hier, die Herren. Nicht gerade besser, aber ich schaffe es. Die ganzen Platzer sind gerade ein bisschen nervig. Ich könnte wieder mal heilen. Halt, weil die auch kaputt gehen. So, der Herr Flatterer. Da war wieder so ein blöder Platzer im Weg. Ah, geht doch. Ich glaube, haben wir auch Zeit. Ah, wir haben... Halt durch, ich lass dich raus. Haben wir auch seit Teil 1, glaube ich, nicht mehr gesehen.
Du musst noch ein bisschen durchhalten. Das Blut trocknet bald. Dann macht der Geruch dir nichts mehr. Ich bring dich hier raus. Der Absurd. In dem Zustand kannst du ihn nicht fertigstellen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Wird es besser? Nicht gerade prickelnd. Es wird eine Weile dauern, bis ich mich erholt habe, aber etwas besser, ja. Danke. Das habe ich nicht erwartet. Du hast es mir nicht gesagt. Wir müssen nicht darüber reden. Ich will aber. Hätte ich geahnt, dass du dich einer Folter unterwirfst. Dann hättest du was getan? Detlef auf andere Art gefunden. Ich wollte nicht, dass du ihn auf andere Art findest. Hast du daran gedacht? Nein, weil ich nicht geglaubt hätte, dass sich irgendein Wesen freiwillig solchen Schmerzen unterwerfen würde. Da seid ihr Vampire doch auch nicht anders als wir. Ich sagte dir doch, dass das meine Art war, meine riesige Schuld gegenüber Detlef zu begleichen. Wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich nicht zögern. Der Resonanzabsud ist fertig. Bist du sicher, dass du das Rezept befolgt hast? Genaue Maße, präzise Kochzeiten? Es ist wichtig, Geralt. Die geringste Abweichung kann sogar einen Hexer fertig machen. Entspann dich. Ich habe etwas Erfahrung im Tränkebrauen. Also gut. Dann fangen wir an. Entschuldigung, es dauert nur einen Moment. Du hast dich vorgedrängelt, Herr. Aber werter Graf, versteh doch, ich habe eine Sitzung. Immer. Herr, du warst der Nächste. Bitte, nimm Platz. Dieser Herr war zuerst hier. Zurück, sonst bereust du es. Ha, ich wusste nicht, dass er dein Freund ist, Graf. Dann habe ich ihm gesagt, er soll sich wegscheren. Du hättest mal sein Gesicht sehen sollen. Dem haben wir es gezeigt. Nicht wahr, Detlef? Aber Mutter bestand darauf, dass wir die Mühle kaufen. Komisch, oder? Na, immerhin habe ich Freunden und Mitarbeitern was zu erzählen. Vergib mir. Was?
Endlich bist du wach. Du hast dich gewunden wie eine Schlange. Ich dachte schon, das wären Todeszuckungen und es würde dich erwischen. Angenehm war das wirklich nicht. Aber es hat funktioniert. Was hast du gesehen? Delacroix. Sein Tod war keine Bagatelle. Offenbar waren Detlef und er Freunde. Und trotzdem hat Detlef ihn umgebracht und seine Leiche zerteilt. Und dann war er ganz verzweifelt und schuldzerfressen. Er hat sich die Hand abgehackt, mit der er ihn umbrachte. Interessant. Sieht dem Detlef, den ich kenne, gar nicht ähnlich. Was hast du noch gesehen? Ich sah, wie Delacroix etwas Freundliches für Detlef tat. Das wird wohl der Beginn ihrer Freundschaft gewesen sein. Aber sicher bist du nicht. Es war nichts Besonderes. Eine ganz alltägliche Situation. Diese Visionen sollten doch an starke Gefühle geknüpft sein. Die Situation hat offenbar starke Emotionen in Detlef hervorgerufen. Bedenke, dass er Delacroix später getötet hat. Jemanden zu töten, an dem einem liegt, das ruft starke Emotionen hervor. Darin unterscheiden Vampire sich nicht von Menschen. Hast du sonst noch was gesehen? Etwas ist zweimal aufgetaucht. Ein Schuhputzer stand. Detlef und Delacroix haben sich dort zum ersten Mal getroffen. Und Detlef ist nach dem Mord nochmal hingegangen. Seltsam. Der Stand war irgendwo im Hafenviertel. Und der Schuhputzer schien Detlef zu kennen. Das wäre noch merkwürdiger. Vielleicht sollten wir mal mit dem Burschen reden. Nicht, dass ich den Durchbruch erwarte. Aber er ist die einzige Spur. Ich rede mit ihm. Kommst du mit? Ich stoße später zu dir, wenn es dir nichts ausmacht. Ich fühle mich noch nicht stark genug, um rauszugehen. Kein Problem. Ruh dich aus. Ich komme zurück, sobald ich etwas weiß. So, Quest abgeschlossen. Sehr schön. Wir nehmen noch ein bisschen Zeug mit. Ja, Regis geht's wohl nicht so gut. Auch ein Regenerationstrank. Mhm. Auch nicht verkehrt, denke ich mal. Ich würde jetzt aber, glaube ich, bevor wir da weitermachen, erstmal hier die beiden, also müssen wir erstmal den Rinderwahn machen. Wie gesagt, ich fand das ganz lustig, als ich die damals gekriegt habe, die Quest. Was haben wir denn noch an Nebenquests? Haben wir ja auch noch hier eine ganze Menge.